dieser Perfektionismus hat so einen enormen Druck in mir ausgelöst. Dann kamen eben diese ganzen Termine mit dazu, Projekte. Ich konnte zu nichts Nein sagen und ich habe auf viele Dinge leider verzichtet. Ich dachte, das ist der Preis für Erfolg. Höher, schneller, weiter. Sophia schafft sich mit Anfang 20 ihre eigene Marke und wird eine der ersten erfolgreichen deutschen Fitness-Influencerinnen. Ich bin sehr früh in so ein Schwarz-Weiß-Denken reingerutscht. Entweder alles oder nichts. Entweder habe ich es zu 100% gemacht oder gar nicht. Und dieser Perfektionismus hat mich in diese extreme Kontrolle hineinrutschen lassen. Als Influencerin muss die 27-jährige Münchnerin Sophia sich ständig neu erfinden. Heute dreht sie mit Kameramann Andy ein neues Fitnessvideo für Social Media. Hey zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Homeworkout. Heute habe ich mir überlegt, dass wir gemeinsam Schultern und Arme trainieren, also Bizeps, Trizeps für starke Arme und starke Schultern. Sophias Leben hat sich in den letzten 10 Jahren stark verändert. Nachdem sie sich 2012 von 80 auf 50 Kilo runterhungert, beginnt sie mit Bodybuilding. In einem vor kurzem veröffentlichten Video blickt sie zurück auf die ersten Karrierejahre. Da hat eigentlich alles so zusammengepasst. Richtige Zeit, richtiger Ort, richtiges Umfeld. Ich habe mein Wissen bis dahin einfach teilen wollen. Ich dachte, ich habe den universellen Schlüssel gefunden, wie man abnehmen kann nach Plan. Aus dem Hobby wird für sie damals schnell ein Fulltime-Job. Inzwischen sind rund 7 Jahre vergangen. Sophia ist mit fast 1 Million Anhängern auf YouTube und über 1 Million auf Instagram immer noch eine der bekanntesten Fitness-Influencerinnen des Landes. Ich habe in meinem Fitnessprogramm alle nachhaltigen, wohlwollenden, besten Tipps hineingepackt. Aber der Umgang mit mir selbst war immer sehr, sehr schwer. Also ich habe immer gedacht, mein Körper ist ein Arschloch, den muss ich prügeln, den muss ich quasi zum Erfolg zwingen. Und habe bei mir selbst aber sehr, sehr viel Gewalt angenommen und dafür musste ich die Rechnung zahlen. Je größer der Erfolg, desto mehr wächst damals der Druck auf Sophia. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere fühlt sie sich unter ständiger Beobachtung. Was zu dieser Zeit noch niemand weiß, Sophia verheimlicht Essanfälle und ihre Figur macht Probleme. Auftraggeber sagen Termine ab. Das war natürlich für mich so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ich war ultra beschämt. Mein Trainer saß neben mir, der natürlich auch gefragt hat, was das soll. Also wie er auch dasteht, wenn ich jetzt nicht richtig in Shape bin. Dann habe ich gesagt, okay, so wie du jetzt bist und aussiehst, wirst du einfach in dem Markt nicht gebraucht. Also so will dich keine TV-Show, so will ich Social Media nicht, so kannst du nicht existieren quasi. 2019 macht sie etwas, was für eine Influencerin eigentlich das ausbedeutet. Sie verschwindet aus den sozialen Medien für 2 lange Jahre. In ihrer Auszeit erkennt sie, dass sie eine Essstörung hat und Hilfe braucht. Sie beginnt eine Therapie. Erst Anfang 2021, als es ihr endlich besser geht, wendet sie sich mit einem Video an ihre Fans. Schwester Isabella unterstützt sie dabei. Im Mai sind es dann 2 Jahre, wo ich jetzt komplett von der Bildfläche verschwunden bin. Und ich denke, man muss verstehen, dass diese Auszeit von mir nie geplant war. Ich habe in diesem Zeitpunkt hatte ich keine andere Wahl in meinen Augen. Aber dann kamen halt dann immer mehr Sachen hoch. Fühl mich schwer, das noch mit der Essstörung nicht auszusprechen. Oder halt mit, ja, der, mit Therapie und so. Phase. Ja, voll, aber ich denke, das ist einfach auch so ein Riesenthema, wo viele auch nicht wussten, was sich dann eben bei mir wirklich abgespielt hat. Weil eigentlich hätte man schon voraussehen können, wenn du jetzt die Wettkampfdiät immer weitermachst, dann wirst du irgendwann Essanfälle haben, weil dein Körper in den Notzustand gerät. Aber das weiß man, oder das haben wir ja auch alle nicht gewusst. Das war ja auch der erste. Und ich dachte einfach nur, dass ich faul werde oder disziplinlos. Schon früh muss Sophia sich eingestehen, dass sich in ihrem Leben vieles um das Thema Essen dreht. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich dann irgendwann aus Emotionen auch manchmal gegessen habe. Dann habe ich auch irgendwann angefangen, Keksverpackungen oder Chipsverpackungen unter dem Sofa zu verstecken. Wo ich mich heute frage, warum habe ich das da schon versteckt? Als ob das nicht erlaubt gewesen wäre. Sophia fühlt sich als Heranwachsende zunehmend unwohl in ihrem Körper. In der Jugend wird sie in der Schule gemobbt. Alle hatten irgendwie schon längst einen Freund und ich irgendwie nicht. Und keine Ahnung, Jungs haben mich nie wirklich wahrgenommen.
Und ich denke, es war halt so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Das hat schon was mit mir gemacht. Also man sagt, dass viele auch im Kraftsport anfangen aus einem gewissen Komplex heraus. Und bei mir war es ja wahrscheinlich, um mich zu stärken, damit man wie so eine Art Schutzpanzer hat vor irgendwelchen komischen Kommentaren oder vor Beleidigungen. Als sie Anfang 2020 mit Freund Raphael zusammenkommt, ist Sophia noch mitten in der Krise. Ihre Essanfälle versteckt sie zunächst vor ihm. Sophia hat mir das dann aber schrittweise gebeichtet, um was es geht und dass sie eben mit Essen ein Thema hat. Das war damals für mich durch den Druck und so habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das dann noch viel krasser explodiert ist. Also da bin ich ja wirklich manisch den ganzen Tag manchmal rumgefahren und bin an Supermärkte oder irgendwo ran und habe mich dann mit den Sachen entweder im Auto oder dann zu Hause eigentlich nur kaputt gemacht selber. Und also bis es wirklich schmerzhaft wurde. Was der springende Punkt war, war die Kommunikation. Ich musste verstehen, ob Sophia mich absichtlich angelogen hat oder ob das ein Teil von ihr ist, womit sie zu kämpfen hat. Sich nicht kaputt machen, das bedeutet für Sophia, das Essen nicht mehr wahllos in sich hineinzustopfen. In der Therapie musste sie das erst wieder lernen. Sophia möchte in ihrem neuen Leben auch die mentale Gesundheit in den Fokus rücken. Ihre Lieblings-Anti-Stress-Technik: Eisbaden mit Schwester Isabella bei knapp über 0 Grad. Also mir fällt es sehr, sehr schwer, mich jetzt an den ruhigen Ort zu setzen und dann einfach meinen Kopf frei zu machen, meine Gedanken zu verlangsamen. Ich brauche sehr starke körperliche Reize und das schafft eben die Kälte. Und da komme ich voll in meinen Körper, bin nur im Hier und Jetzt und werde so eins mit der Natur. Tief atmen. Jetzt geht's. Ich habe daraus gelernt, dass ich meine eigenen Grenzen kennen muss. Und das ist natürlich auch ein Prozess, das klappt nicht von 0 auf 100. Aber ich muss immer wieder mich auf den Boden der Tatsachen zurückholen und sagen, hey, wie geht's mir eigentlich? Und was tut mir gut?